Heute bei Speedrandale eine weitere Folge eurer Lieblingsserie Risen Break. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Speedrandale ist wieder angesagt und deutsches Rollenspiel wollen wir uns geben. Sia, bist du bereit wieder? Natürlich, aus dem Risen auszubreaken. Ja, bin aus ich immer bereit. Ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der immer Risen Break im Kopf hat, warum auch immer. Warum auch immer. Wenn das hört. Aber vielleicht haben wir jemandem anderen diesen Floh ins Ohr gesetzt. Nämlich, wir haben natürlich mal wieder einen Gast am Start und zwar der Lord Pappnase. Guten Tag. Hallo. Ja, hallöchen. Grüßt euch. Da bist Servus. Du wieder. Da bist du wieder. Da bist du wieder. Nach der ganzen immer wieder, Zeit. Immer wieder schön hier zu sein, ja. Ich denk mal zurück, Gothic 3 war ja dein letzter Run, den du hier gezeigt hast, vor knapp einem halben Jahr ungefähr. Ungefähr, ja. Ungefähr vor einem halben Jahr. Ich meine, irgendwas klingelt mir noch in den Ohren, dass wir natürlich über den geistigen Nachfolger zu Gothic, zu Risen, auch mal gesprochen haben. Mhm. Aber du warst dann natürlich noch, vielleicht irgendwann mal oder so. Heute ist es soweit. Ja? Jawohl, heute Risen 1. Any Percent möchte ich gerne zeigen. Risen 1 ist ja so ein bisschen der wahre Nachfolger in der Gothic-Community von Gothic 2. Also das richtige Gothic als 4. Richtige, no, oder? Genau, ja, so wird es angesehen. Es passt auch von der Story her. Von daher, das ist auch ganz schön beliebt. Ich hoffe und denke, das kommt gut bei euch und der Community an. Stimmt. Ja, wir sind sehr gespannt. Hast du uns was über den Run selbst vorher zu erzählen? Weil die sind ja alle relativ speziell mit den Sachen, die du da machen musst. Gerade die Gothics, ne? No? Ja, also Risen 1 ist auch wieder sehr schönes Bugfest. Wir werden viel Out of Bounds sehen. Wir werden auch Inventarmanagement sehen. Das ist natürlich immer sehr wichtig bei einem deutschen Spiel. Und sehr viel interessante Glitches. Also ist, glaube ich, für jeden was dabei diesmal wieder. Mhm. Alright, ich bin gespannt. Ja, du spielst natürlich die PC-Version. Obwohl, gab es eine Konsolenversion von? Es gab eine Konsolenversion für die Xbox 360 damals und ich glaube auch für die PlayStation 3. Ja. War eine Katastrophe. Konnte man nicht spielen. Ich spiele die PC-Version und ja, schauen wir einfach mal, wie es wird. Ne? Ich kauf mir die PS3-Version, glaube ich, und guck mal. Mach mal. Wollte euch einiges viel kosten. Gut, ja, wenn du bereit bist, kannst du gerne den Countdown machen und dann stürzen wir uns ins Vergnügen. Mhm. Alles klar. Ich sag dann kurz Bescheid. Kurze Info noch: Es gibt in Risen 1 einen Softlock-Bug. Falls der auftritt, werde ich einen vorbereiteten Spielstand laden. Mhm. Dann zählt der Run zwar nicht, aber für einen Showcase ist es dann, glaube ich, besser, als wenn wir abbrechen müssen. Ja, auf jeden Fall. Passt schon. Passt schon. Genau. So, wir starten und sobald die Ingame-Cutscene anfängt, wo man am Strand ist, kann der Timer beginnen. So. Dann legen wir doch mal los. Ja, lad, lad, lad. Ja, den Screen werden wir sehr oft sehen, heute, denke ich. Der Typ an der Seite, hey. Hm? Discovering Wood. It's Wood. So, und jetzt kann der Timer losgehen. Los. Alright. So, wir machen hier auch schön am Strand auf, looten gleich den einen NPC, der hat nämlich ein paar Sachen dabei, die wir später verkaufen müssen. Und laufen jetzt erstmal ein bisschen los. Das heißt, wir haben Zeit, über Risen zu quatschen. Ja, du tänzelst ein bisschen los, ne? Ja, also springen ist ein bisschen schneller als laufen. Nicht viel. Wir werden gleich noch eine andere Fortbewegungsmethode bekommen. Aber dafür müssen wir erst in die Hafenstadt. Die ist ein Stückchen entfernt. Es gibt zwar einen Glitch, wie man schneller in die Hafenstadt kommt, der ist aber wahnsinnig inkonsistent und funktioniert nicht so richtig auf Anhieb. Deswegen nehmen wir den Laufweg. Der ist nicht wahnsinnig langsamer. Außerdem kann man so die wunderschöne Insel begutachten. Und die Wölfe, die einen verfolgen. Ja, die Wölfe verfolgen einen auch wahnsinnig lang. Das ist so ein Negativpunkt, den ich bei Risen habe. Die Tiere folgen einem unendlich lange gefühlt. Du kannst nicht entkommen, die folgen dir über Stock und Stein, manchmal schaffen sie sogar in die abgeschottene Hafenstadt rein. Es ist alles ein bisschen merkwürdig. Birds! Ja, was hier
hier schon mal sehen. Ich meine, wann war Risen? 2008, 2009 meine ich, ne? Schon grafisch noch mal, rum, ja. Ja, also grafisch schon noch mal ein Stück drüber, natürlich bei den Gothics. Ja, also es ist auch schön, dieses mediterrane Setting gefällt mir sehr gut. Mhm. Und ich finde, grafisch ist es auch, gerade durch die Beleuchtung und die Pflanzenwelt, sehr, sehr gut gealtert. Ja. Das auf jeden Fall. So, jetzt laufen wir hier nach rechts. Also zur Hafenstadt ist es noch ein bisschen. Das ist immer so die Reinkommphase in dem Speedrun. Was ich noch mal ein bisschen Gedanken machen kann. Habe ich auch wirklich alles im Kopf? Weiß ich, wo ich wohin muss? Habe ich irgendwas vergessen? Aber da sind wir dann gleich. Da war ja bei Gothic 3 so ähnlich, dass wir am Anfang erstmal ein bisschen Laufzeit haben und quasi den Run ein bisschen vorbereiten. Mhm. So. Habt ihr eigentlich Risen 1 gespielt? Leider nicht. Oder? Also, wie gesagt, ich bin leider mit der Gothic-Serie überhaupt nicht vertraut. Ich schaue mir gerne die Speedruns an, weil die sehr, sehr cool aussehen, aber ich habe es leider auch nie gespielt. Mhm. Ich meine, zu der Zeit, da müssten wir eigentlich einen Game-One-Beitrag dazu gehabt haben, aber ich saß damals nicht da dran, sondern vielleicht Kollege Trans? Ich weiß es nicht mehr. Also, dann leider nicht wirklich erlebt. Okay. Versuche ich noch so ein paar mehr Hintergrundinfos reinzustreuen, vielleicht. Mhm. Ist das ein Wildschwein hinter dir oder ist noch der Wolf? Das ist ein neuer Wolf. Schweinewolf. Die haben sich, glaube ich, abgewechselt. Ja, Schichtwechsel oder so. Fischwolf, ja. Und jetzt haben wir es gleich in die Hafenstadt geschafft. Und die Hafenstadt ist storybedingt abgeschottet. Da kommt man eigentlich nicht rein, beziehungsweise hat eine relativ lange Questreihe, da reinzukommen. Ja, Stachelratten. Es gibt hier aber eine Stelle, wo die Wachen wohl so ein bisschen übersehen haben. Man hier auf den Felsen springen kann. Okay. Ja, alright. Und das sieht man auch, die Stachelratte kommt da so ein bisschen hinterher. Ich habe keine Ahnung, wie die das macht. Und zack. Zack, bist du sind drin. Sind wir in der Hafenstadt. Also normalerweise kommst du nicht so einfach rein, oder wie? Ja, also durchs Haupttor, wenn du durchs Haupttor gehst, wirst du gleich gefangen genommen und in die Vulkanfestung geschmissen. Oh, Story. Und ja, und jetzt sind wir hier in einem Haus und hier werden wir eigentlich rausgeschmissen. Hier gibt es aber einen Geheimgang, den die Wachen nicht kennen. Und da die den Wachen nicht kennen, können wir hier einfach Zeug mopsen und werden nicht weiter behelligt. Das Zeug brauchen wir auch gleich nochmal zum Verkaufen und für eine Quest. Weil wir müssen jetzt in der Hafenstadt Quests erledigen, um einer Fraktion beizutreten, und zwar den Banditen. Hallo. Und dazu brauchen wir Gegenstände aus dem Haus, und jetzt klicken wir uns hier so ein bisschen durch die Dialoge durch. Da halte ich einfach Escape gedrückt und dann werden die Dialoge wahnsinnig schnell übersprungen. Und ich habe diesem NPC jetzt gerade das Amulett gegeben, was mir quasi eine Stimme für die Banditen bringt. Und so müssen wir noch drei weitere Quests machen in der Hafenstadt, damit wir den Banditen beitreten können. Genau, des Weiteren ist hier eine Quest, die wir lösen müssen, und zwar die Goldschalen finden. Davon gibt es drei Stück in der Stadt. Die erste hole ich hier mit dem Telekinese-Zauber. Relativ easy. Und weiter geht's zum nächsten in der Taverne. Alles noch so ein bisschen den Run vorbereiten, was wir jetzt machen. Und sobald wir mit der Hafenstadt fertig sind, geht der wahre Run so richtig los, wo es dann auch so ein bisschen lustig wird, sag ich mal. Alright. Gut, hier haben wir die zweite Goldschale. Die haben wir gerade dem Kollegen abgekauft für 150 Gold. Und weiter geht's hier nach hinten. Wir brauchen jetzt nämlich noch einen Dietrich, um Truhen zu öffnen. Und wir brauchen hier später noch ein bisschen Gold. Deswegen gehen wir hier zu diesem Händler. Willkommen. Und kaufen hier den Dietrich und verkaufen jetzt alles Zeug bis auf Heiltränke und die goldenen Schalen. Und somit haben wir genau 75 Gold, die wir gleich noch brauchen, und erfüllen eine weitere Quest für den Don. Und normalerweise ist das Kampfsystem in Risen so aufgebaut, dass es relativ schwer ist, am Anfang Erfolg zu haben. Mhm. Es gibt aber den Faustkampf, und den Faustkampf kann man die Animation canceln. Nice. Das hast du den zu Bud Spencer Terence Hill. Ja, genau. Ja. So, und damit kann man sehr viele Gegner, beziehungsweise alle Gegner fast, töten. Nice. Das sind so Street Fighter Tricks, ne? Animation Cancel. Ja, aber Street Fighter geht's leider nicht. Aber es geht bei einigen Beat'em Up. Zum Beispiel bei
Ich glaube, Streets of Rage geht das. Das ist ja fantastisch, ich liebe es. Einfach der linke Haken hier. Zack. Genau. Tot gejabbt. Da haben wir jetzt eine Geldbörse bekommen, die brauchen wir auch für eine Questline, für diesen hier. Da muss ich jetzt kurz in meine Notizen gucken, weil ich mir das nie merken kann, die Dialogreihenfolge. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Zack. Zack. So, jetzt haben wir die Quest abgegeben. Und wir haben gleichzeitig Taschendiebstahl gelernt. Das wird noch wichtig für eine spätere Quest. Und jetzt gehen wir noch zu einem weiteren Banditen. Der bringt uns Schlösser öffnen bei, was wir auch brauchen. Da wir jetzt ja den Dietrich haben, lohnt sich das auch. So, und hier einmal Schlösser öffnen. Da muss man übrigens sehr aufpassen. Man darf sich nicht verklicken, damit man nicht das Falsche lernt. Sonst ist der Run quasi auch vorbei. Hm. So wie bei mir an der Uni. So, jetzt haben wir mit dem Händler gehandelt, haben ihn umgehauen und jetzt beklauen wir ihn noch. Der wird sich ja nicht mehr beschweren. Behalte deine Finger bei dir. Nö, dem ist das relativ egal. Von daher. Und jetzt rüsten wir hier die Sachen aus. Wir haben jetzt Heiltränke, die werden wir auf jeden Fall brauchen. Und wir haben den Levitationszauber. Und der Levitationszauber wird gleich noch ganz wichtig, weil wir sind mit der Hafenstadt auch schon fast fertig. Gehen jetzt hier noch rein, holen hier einmal Gold ab und ein Bier. Und können hier von dem hier die dritte Schale kaufen, die wir brauchen für die Questreihe. Und mopsen hier diese leere Spruchrolle. Die brauchen wir nämlich noch für später. Und jetzt hauen wir ganz schnell ab, weil sonst werden wir ganz böse verprügelt. Oh. Was man gerade gesehen hat, dass das Leichte durch die Luft fallen und immer wieder stehen bleiben, das ist bedingt durch die hohe Frameanzahl, die das Spiel mittlerweile läuft auf modernen Rechnern. Mhm. Ist manchmal ganz hilfreich, kann aber auch dazu führen, dass man durch die Decke fliegt oder durch den Boden fällt. an manchen Stellen. Gerade bei Treppen ist das sehr gefährlich. Also es ist nicht so, dass der Run das voraussetzt, ne, dass du 240 Frames oder so hast. Nee, es ist sogar besser, ihn auf 90 Frames zu locken, damit das nicht passiert. Aber du hast halt damit halt auch andere Möglichkeiten, bestimmte Abhänge runterzukommen, ohne zu sterben. Okay. So, wir haben jetzt hier kurz einen Dialog mit dem NPC durchgeklickt und sind jetzt mit der Hafenstadt quasi fertig. Wir haben hier alle Quests erfüllt, wenn ich keine vergessen habe, hoffe ich mal. Und jetzt geht es eigentlich darum, zur Vulkanfestung zu kommen. Und die Vulkanfestung ist auch wieder sehr schwer zu erreichen und ein langer, langer Laufweg. Was wir aber machen können, ist den Levitationszauber nutzen. Der ist eigentlich ganz langsam, langsamer als Laufen. Wenn wir allerdings von der Wand abgestoßen werden, in einem bestimmten Winkel, kehrt sich die Steuerung um und wir können sehr schnell fliegen. Jetzt bin ich hier an der Tür leider ein bisschen festgehangen. So, genau. Und man wird auch immer schneller. Nice. Das ist ja großartig. Und ihr müsst euch halt vorstellen, die Steuerung ist vertauscht. Also vorne ist hinten, links ist rechts. Ach, die Scheiße. Und das macht das Steuern gerade beim Anfang des Speedruns lernen extrem schwierig. Mhm. Vor allem, weil man die Richtung nur ändern kann, wenn man eine Taste gedrückt hat. Das heißt, man muss einen gewissen Rhythmus draufkriegen. Und das ist somit die erste Hürde dieses Speedruns. Aber ich finde es super witzig. Das ist fantastisch. Weil es ist quasi die Schnellreise dieses Spiels. Gute Schnellreise. So. Das ist aber immer lustig. Nee, erzähl du mal. Ja, also bevor wir noch zur Vulkanfestung gehen, gehen wir noch beim Don vorbei, bei den Banditen. Und geben dort quasi unsere Quests ab. Aber bevor wir zum Don vorgelassen werden, müssen wir noch 5 Bruchstücke eines goldenen Schwertes finden und das reparieren. Und die sind Gott sei Dank relativ einfach zu kriegen, wenn man weiß, wie. Weil wir haben ja Taschendiebstahl gelernt. Mhm. Im ersten hier mopsen wir das einfach aus dem Inventar. Easy. Und das nächste ist da vorne in der Truhe, wo wir die Grabmotten weglocken, damit wir da rankommen. Ekelhafte Viecher. Oh, wie sie auch schreien. Ja, ultra. Also, das Sounddesign ist auch. Das hier, zweites Gebiet bei Elden Ring, unten im Sumpf. Ne? Weißt du, was ich meine?
Naja, ich habe Elden Ring immer noch nicht gespielt. Ja, nun wird's aber langsam Zeit hier, ja. Senior Pappnase. Ja, ich bin ja dran. So, jetzt haben wir schon 3 Bruchstücke. Das nächste können wir hier von diesem Kollegen hier mopsen. Wie hat das gesagt? Da haben wir schon 4. Jetzt gehen wir zum Schmied, der gibt uns nämlich mehr Informationen über das Bruchstück. Man muss auch immer sehr aufpassen bei den Dialogen, falls man sich verklickt. Kann man sich auch immer schön soft locken. Mhm. Zum Beispiel das goldene Schwert kann man auch aus Versehen dem Schmied geben. Und dann kommt man quasi mit der Methode nicht mehr zum Don. Ist dann immer sehr ärgerlich. Deswegen macht man auch eigentlich alle paar Sekunden Quicksave, falls man sich an irgendeiner Stelle verklickt. So, damit haben wir das Schwert abgegeben. Und er repariert es jetzt, aber wir behalten das einfach. Hier, sieh. Und kommen damit zum Don. Ah. Halt! Ich habe ein Schwert, ein güldenes. Na gut. Kommst du nicht rein? So. Und da ist der Don. Und da klicken wir jetzt einfach alle Dialoge durch. Relativ einfach. Ist auch so, bei manchen Dialogen muss man auch aufpassen, weil es sein kann, dass durch manche Dialoge Monster-Spawns getriggert werden, die dich dann im Speedrun stören. Also ist alles nicht so einfach, muss man sich angucken. Und jetzt wird erstmal wieder ein bisschen geprügelt. Jab, jab, jab. So Punch-Out-Speedrun sieht nicht unähnlich aus. Der verträgt aber einiges. Ganz einfach. Ja, ja, also die halten schon viel aus. Der Faustkampf ist halt auch eigentlich überhaupt nicht zu gebrauchen. Und das Animationscanceln ist auch gar nicht so einfach. Das braucht ein bisschen Übung. Und geht sogar noch einen Ticken schneller. So, und jetzt fliegen wir wieder. Diesmal direkt zur Vulkanfestung. Ich liebe diese Travel-Möglichkeiten in den Gothic Games. Ja. Die sind immer das Highlight. Auf deiner Jindo Jun hier. Ja. Ja. Furz-Jindu-Jun. So, die Vulkanfestung ist da oben links. Die ist aber noch ein bisschen sehr hoch. Das heißt, wir fliegen jetzt erstmal hier rüber an diesen Berg. Gewinnen dadurch ein bisschen Höhe. Sind jetzt auf der Höhe der Vulkanfestung. Und sagen mal Hallo. Fantastisch. Sind wir oben auf Sands Fortress angekommen? Ja. So, diesen Kollegen klauen wir eine Schreibfeder, weil wir müssen jetzt lernen, wie man Spruchrollen herstellt, damit ein Händler mit uns redet, bei dem wir einen frame-perfekten Glitch ausführen müssen. Das kann jetzt gleich ein bisschen dauern. Ich hoffe, ich krieg's relativ schnell hin. First try. Du kriegst es hin. Ja, first try. Let's go. Und zwar muss ich jetzt hier im Gespräch schaffen, gleichzeitig das Händlerinventar zu öffnen und das Hauptmenü zu öffnen. Und das ist leider frame-perfekt und dauert manchmal ein bisschen. Ich will nicht. Ich will nicht. Ah, da war's kurz. Da war's wieder kurz. Das passiert, wenn Escape, das Menü, ein Ticken zu lang gedrückt wird, dann schließt sich das Menü gleich wieder. Mann. Hey, wer? Ah, da war's wieder. Ah. Ich. Will nicht? Ich. Das hat in den Tests so schön geklappt. Ich. Come on. Ich brauche. Ah. Ich. Ah, jetzt. Alright. Easy first try, sage ich doch. Ja. Ja, Schnitt. Aber. First try. Hin und her. So, das hat lange gedauert. Ich glaube, so lange habe ich noch nie gebraucht. Aber es hat geklappt. Ja,
Und dadurch ist das Spiel jetzt komplett durcheinander. Und wir können im Händlerinventar das eigene Inventar öffnen und können so einfach kostenlos Spruchrollen klauen. Das heißt, wir ziehen die jetzt einfach rüber ins Inventar. Ich brauche Spruchrollen. Und eigentlich hätte der auch nur 5 dieser Levitationsspruchrollen. Wir brauchen aber viel mehr. Ich brauche Spruchrollen. Da das Spiel aber nicht registriert, dass wir was kaufen, setzt es immer wieder zurück. Ich brauche Spruchrollen. Und wir können die immer wieder reinziehen. Das ist natürlich sehr praktisch. Und damit haben wir jetzt einen Haufen Spruchrollen. Nice. Mit denen wir sehr schnell reißen können. Jetzt müssen wir in die stark bewachte Vulkanfestung und hier haben wir 2 sehr gewiefte Wachen, die sehr schwer auszutricksen sind, indem wir hier einfach hier rum. War da was? Habt ihr was gesehen? Und da ist der Inquisitor, der die quasi der Hauptantagonist ist, mit dem wir aber erstmal zusammenarbeiten. Und das ist der Dude aus dem Titelbildschirm. Ja, genau. Und den begleiten wir jetzt zu einer Höhle, die wir öffnen sollen. Und damit der nicht so langsam läuft, machen wir immer nach jedem Gespräch Speichern und Laden. Und dann kriegt er die schnelle Laufanimation. Hm. Und das ist dann ganz angenehm. Weil es geht deutlich schneller. Ich will dich hier nie wiedersehen. Und ich habe ja angekündigt, den Ladebildschirm werden wir heute oft sehen. Noch wichtige Tipps da mit dabei. Mhm. Wenn der Gegner zu stark ist, kommt später wieder. Ja. Ich finde es auch schön, du kriegst beim Endboss kriegst du sogar noch angezeigt, wie du blocken kannst. Also diese Tooltips sind manchmal ein bisschen komisch. Also beim Endbosskampf. Wir müssen weiter. So, das sind wir auch schon. Und damit startet Kapitel 2. Also wir haben jetzt sehr viel vom Spiel übersprungen an der Stelle. Mhm. Was das angeht. Und wir kriegen jetzt eine neue Quest. Wir sollen 5 Kristallscheiben finden, die wir brauchen, um das Tor zu öffnen. Das ist jetzt so unsere Hauptquest in Kapitel 2. Da uns das aber zu blöd ist, machen wir erstmal was anderes. Wir gehen hier nämlich rüber, wieder mit dem Levitationsglitch. Gehen. Wenn wir auf der Höhe sind, speichern und laden wir und damit landen wir automatisch auf dem Boden. Hm. Denn wir müssen jetzt einen Druiden suchen namens Eldritch. Und der liebe Cyrus hier hat sich auf die Suche nach Eldritch gemacht, aber der Druide ist nicht da. Und jetzt müssen wir so ein bisschen Detektiv spielen und den suchen. Und ist eigentlich alles relativ einfach. Der ist nämlich in einem Tempel hier ganz in der Nähe. Und da fliegen wir jetzt gemütlich hin. Natürlich auch wieder mit dem Levitationszauber. Mhm. Also der ist so der Hauptbestandteil des Runs. Also, als ob es ihm das echt Spaß macht, da wie er wackelt mit dem Hintern so ein bisschen. Ja, dieses Wiggeln. Ja, bock bestimmt. Ein magisches Kraftfeld. Vielleicht kann Cyrus mir helfen. Da ist es eine magische Barriere. Dafür brauchen wir jetzt den Magier Cyrus, den wir gerade getroffen haben. Müssen wir gerade nochmal zurückfliegen und den holen. Und dann laufen wir gemeinsam dahin. So ein bisschen Backtracking-Mission. Ja, da kann er ja nicht so geil fliegen. Nee, er kann nicht so cool fliegen. Nee. Er ist kein richtiger Magier. Er ist nicht so cool wie wir. Und dann beginnt der schwere Teil des Runs. Der auch wieder mit dem Levitationszauber zu tun hat. Aber da komme ich gleich drauf. Mhm. Was wir jetzt machen, ist einfach kurz da hinten hinlaufen. Ein bisschen den Gegnern hier ausweichen, damit man nicht in den Kampf verwickelt wird. Immer mal gucken, ob er noch hinterherkommt. Es gibt nichts Schlimmeres in Piranha Bytes Rollenspielen, als wenn du einen NPC verlierst. Weiß nie, wo die dann abbleiben. Die findest du dann meistens in irgendeiner Bar oder so. Ja. Open up. Ist kaputt. So, jetzt können wir die magische Barriere hier aufmachen.
Und jetzt brauchst du ihn nicht mehr. Ich rühre mich. Jetzt brauche ich ihn nicht mehr. Jetzt gehen wir auch erstmal out of bounds. Weil der Weg außenrum ist deutlich schneller als der Weg innenrum. In den Tempelberg. Das heißt, wir fliegen jetzt hier hoch. Etwa auf diese Höhe. Das ist relativ schwierig abzuschätzen am Anfang. Und jetzt gehen wir auch out of bounds. Und wir fliegen hier um den Berg rum. Und jetzt müssen wir uns an Landschaftspunkten orientieren, so ungefähr, damit wir an die richtigen Stellen kommen. Und hier ist auch schon perfekt. Nice. Hier wartet ein relativ starker Gegner. Und ich hoffe, dass ich hier den Rhythmus halten kann. Weil der macht derbe Aua. Mhm. Aber solange er natürlich gestunlockt ist, ist uns das relativ egal. Nice. Das sah gut aus. Den kriegen wir jetzt Amulett, das macht ein bisschen Schutz, das hilft zumindest ein bisschen. Und wir kriegen einen weiteren Teleportstein. Und ich nehme mal einen Trank, weil ich habe ein bisschen wenig Leben. Und in der Zelle ist auch der liebe Eldritch drin, den wir brauchen, um die Kristallscheiben zu reparieren bzw. zu holen. So, der will aber noch nicht mitkommen. Der will, dass ich erstmal mit Cyrus verhandle. Das heißt, ich teleportiere mich kurz zurück mit der Teleportrune, die ich gerade bekommen habe. Mhm. Die teleportiert uns praktischerweise direkt zu ihm hin. Und jetzt müssen wir noch im Tempel eine Tür öffnen. Da ist es jetzt schneller, in den Eingang direkt reinzufliegen, aber auch gefährlicher. Weil man muss an eine Winde, die von sehr vielen Gegnern bewacht wird. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, dahin zu kommen, ohne zu sterben. Aber wir probieren es mal. Das sieht schon mal gut aus. Aua. Aua. Uff. Da wartet noch ein Gegner, den umspringen wir aber einfach. Und hier müssen wir noch einen Schalter drücken. Und dann können wir auch schon wieder raus. Alright. Während der Teleportationsanimation hat man Gott sei Dank keine Hitframes. Das heißt, man ist da unverwundbar. Mhm. Das macht es dann ein bisschen einfacher. Der Gegner wissen müssen, ne? Ja. Ich hab noch Iframes. Türen öffnen, Schalter benutzen. Man kennt es aus Dark Souls. Stimmt, ja, korrekt. So, was wir jetzt machen, ist wieder zu Eldritch in den Tempel reinfliegen. Einfach wieder die gleiche Flugmethode hier nehmen. Mhm. Um den Berg herum. Und nochmal hinein. Wie er mit seinen Händen auch wickelt, das ist zu nice. Das ist vielleicht der italienische Schneidersitz, yeah, ne? Yeah. So, ich mache hier einen extra Save für Eldritch, weil es kann hier sein, dass ein Softlock passiert und Eldritch nicht losläuft. Mhm. Und dann ist der Run leider vorbei, aber dann kann man dann neu laden. Habe ich extra einen Save und er läuft los. Perfekt. Sehr gut. Jetzt teleportieren wir uns weg und wenn wir wegteleportiert sind, läuft er ohne Gegner zu bekämpfen durch den Tempel durch, was deutlich schneller ist. Einziges Problem, wir dürfen in der Zeit nicht speichern und laden. Das heißt, wir müssen die nächsten 2-3 Flüge ohne Fehler hinkriegen. Ja. Sagte ohne Fehler. So. Und jetzt fliegen wir auch wieder Richtung Berg. Um diesen Berg dreht sich quasi jetzt fast alles, weil wir müssen neben den Kristallscheiben auch noch weitere Artefakte finden. Mhm. 5 Teile einer Titanenrüstung. Und das machen wir hier jetzt gerade mit. Und hier rauszufinden, wo man wie lang fliegen muss, ist halt wahnsinnig schwierig, weil man die Orientierpunkte erstmal für sich selber finden muss, um die Räume zu finden. Wir haben jetzt hier schon mal den Helm gefunden, den wir brauchen. Das ist das erste Teil. Und was ich mir jetzt noch hole, ist eine Verwandlungsspruchrolle, die wir später sehr gut gebrauchen können, um Gegner schneller zu töten. Das ist mal wieder inbounds. Das ist relativ einfach. Da fliegt man einfach hier links in eine Grotte rein. Wow! Ich mag diesen Soundeffekt. Ja. So, sehr gut. Und hier ist diese Truhe. Einmal kurz geöffnet. Und jetzt sollte Eldritch mittlerweile wieder bei seiner Hütte sein. Und damit können wir uns die Kristallscheiben holen. Denn da gibt es einen schönen Glitch. Normalerweise müssten wir 5 Stück finden. Mhm.
Aber da gibt es einen Glitch, dass wir die duplizieren können bei Eldritch. So. Nice. Hier. So, erstmal wieder Dialoge durchballern. Holen wir uns kurz hier einen Kristall, den wir brauchen zum Reparieren. Warum der auch immer in der Truhe drin liegt. Das fand ich schon immer ein bisschen antiklimaktisch. Und hier mache ich nochmal Sicherheitssave, weil der Glitch ist relativ komisch und klappt nicht immer. Wo ich noch nicht rausgefunden habe, warum der nicht immer klappt. Aber werden wir mal schauen. Hab heute ein gutes Gefühl. Es ist Risen, deshalb klappt er wahrscheinlich nicht immer. So, dann rüste ich hier schon mal die Spruchrolle aus und noch die Heilung, als ich das nochmal brauche. Und was jetzt passiert, wir versuchen wieder in einem Dialog zu speichern. So wie wir es gerade bei den Spruchrollen gemacht haben. Das heißt, wir gehen hier relativ nah an Eldritch ran. Er macht dann sein Ritual, indem er die Kristallscheibe repariert, die wir haben. Und jetzt haben wir gespeichert und laden direkt und hämmern jetzt auf die Quicksave-Taste und hoffen, dass der Quicksave im Dialog bzw. vor dem Dialog passiert. Das sieht gut aus. Und? Jawohl. Was ist mit der Scheibe? Hier, sie selbst. Sie ist wie neu. Danke. Jetzt kriegen wir immer eine Scheibe. Und dann passiert so ein Red Screen, weil wenn wir im Dialog speichern und laden, passiert das, warum auch immer. Mhm. Und jetzt kriegen wir quasi im Dialog eine Scheibe, da wir im Dialog aber speichern, bleibt die Scheibe im Inventar. Und so können wir quasi auf unsere benötigten Scheiben kommen. Tu das, aber vergiss nicht, was du mir versprichst. So, das war die zweite, jetzt kommt die dritte. Mhm. Fünf Stück brauchst du, ja? Noch die, ja, ich brauche nur vier, weil die fünfte kriege ich von einem anderen Questgeber. Wenn ich zu viel im Inventar habe, ist die Quest kaputt. Sie ist wie noch. Natürlich. Of course. Ja, ergibt Sinn. So, jetzt müsste das die vierte sein, die ich bekomme. Ich habe mich nicht verzählt. Und? Was ist mit der Scheibe? Hier, sie selbst. Sie ist wie neu. Danke. Dann werde ich die Scheibe zum Inquisitor bringen. Tu das, aber vergiss nicht, was du mir versprochen hast. Sei besonnen und berichte mir, bevor du eine folgenschwere Entscheidung triffst. Viel Glück. Gut. Das hat geklappt. 4 von 5. Ja, sehr schön. Items dupen. Und so ein schöner Glitch. Ja, immer schön. Immer schön, wenn das klappt. Ja. Und jetzt sammeln wir weitere Teile der Rüstung ein. Einmal als nächstes den Hammer, den wir brauchen. Der ist meiner Meinung nach am schwierigsten, weil der Raum erstens schwer zu finden ist hinter dem Berg out of bounds. Und zweitens ist das so ein kleiner Bossfight da drin, der einem dolle Aua macht. Und schauen wir mal, wie viele Versuche wir brauchen. Wir versuchen, da nach hinten hinzufliegen. Und hey, wo willst du hin? Jawohl, das sieht schon mal sehr gut aus. Oh, nice. Da wollt ihr hin. Jetzt können wir so Schalter drücken, damit in der Mitte Flammen aufgehen. Und der Boss ist auch direkt reingelaufen. Das ist sehr schön. Nice. Und damit können wir auch wieder raus. Keine Punch-Sequenz? Oh. Nee, an der Stelle leider nicht. Ja, kommt aber wieder. Ihr kriegt noch genug. Sehr gut. So, dann holen wir uns das Schild. Der zweitschwierigste meiner Meinung nach zu holen. Auch wieder, weil da starke Gegner sind. Und auch der Raum wieder sehr schwer zu treffen ist. Einfach von der Orientierung. Weil die Höhe ist ja wichtig, der Winkel ist wichtig, in dem man reinfliegt. Die Geschwindigkeit ist alles relativ... Dirk, das ist ungut. Ja, da, aua. Oh Gott. Ui. Heiltrank trinken. Ah, das wird... Ende. Schade. So close. Ich hatte das Schild schon. Muss es nur noch rausporten, ja? Ja, ich muss nur noch rausporten. Ich hab die Teleportationstaste nicht schnell genug getroffen. Aber nicht weiter schlimm, wir machen das einfach nochmal. Mhm. Aber das Fliegen macht wirklich am meisten Spaß an dem Run. Also das ist wirklich so, wenn man es mal kapiert hat, wo was ist, dann ist das der spaßige Part, meiner Meinung nach. Ich finde auch,
sehr spaßig zum Zugucken auf jeden Fall. Okay. Alright. Nice. So, auch richtig teleportiert, das ist gut. Dann holen wir uns noch ein weiteres Teil. Das ist jetzt wieder ein bisschen einfacher. Kann aber trotzdem viel schief gehen, weil man da im falschen Raum landen kann. Weil wenn ein Raum im Weg ist in Out of Bounds, dann landet man ja eher in dem Raum als in dem, wo man will. Mhm. Und die Räume sind ja oft auf gleicher Ebene angeordnet und das macht alles ein bisschen schwierig. Aber schauen wir mal, der ist jetzt auch relativ weit weg. Wir fliegen da bis nach hinten, bis wir das Wasser am unteren Grund sehen und fliegen dann hier ungefähr nach links. Steigen ein bisschen höher mit der Levitationsrolle und hoffen, dass der Raum eingeblendet wird. Jawohl, da ist er. Bremsen ab. Fliegen rein und müssen diese untote Aschenbestie ein bisschen austricksen. Das wird knapp. Alright. Gerade so. Ein Hit hat sie hinbekommen. Ja, das war knapp. Aber das Gute ist, in der Truhe waren auch ziemlich starke Tränke drin, die wir auch gleich mal nehmen können. Das ist dann immer sehr praktisch. Dann haben wir wieder ein bisschen Lebensenergie. Und jetzt müssen wir zurück zum lieben Don Esteban, weil von dem kriegen wir die 5. Kristallscheibe, wenn wir die 4 anderen haben. Und da fliegen wir natürlich auch wieder hin. Über den Berg. Hui. Diesmal hier links. Dann hier rechts hoch, um ein bisschen Höhe zu gewinnen. Das wird wohl wahrscheinlich auch das Schwerste dran sein, sich zu merken, wo du an welchen Stellen dich orientieren musst, oder? Ja, ja, Hölle. Also ich hab am Anfang regelmäßig vergessen, wo ich auf welcher Höhe zu welchem Item komme. Na. Schon sehr beeindruckend. Ja, du lässt es leicht aussehen. Dankeschön. So, damit haben wir jetzt alle Kristallscheiben und wir gehen zurück zum Inquisitor und sagen, ey, ich habe alle Kristallscheiben, wir können den Tempel öffnen. Mach doch mal. Und dann geht's eigentlich auch schon ins Endgame. So, der muss jetzt leider da hinten hinlaufen. Da ist er sehr, sehr langsam. Und jetzt wird das Tor geöffnet. Tor ist die Tür. Also jetzt hast du super viel geskippt, oder? Also normalerweise müsstest du wahrscheinlich in 4 weiteren Gebieten noch die Schalen holen, oder? Ja, also Kristallscheiben dauert schon sehr lange. Also da kann man schon so 10 Stunden mitrechnen. Uff. Und wir haben ja auch gleich noch Teile der Titanrüstung geholt. Das spart auch nochmal Zeit. So. Ich speichere hier nochmal extra, weil da kann auch ein bisschen was schief gehen und man sich softlocken kann. Wir fliegen nämlich jetzt in die Vulkanfestung rein. Das ist quasi der Endgame-Dungeon vom Spiel. Und da gewinnen wir auch wieder ordentlich an Höhe. Fliegen hier links um den Berg herum. Und ungefähr hier wollen wir landen. Ich mache jetzt mal den langsamen Weg, weil der ist ein bisschen sicherer. Wir sinken dann hier automatisch. Und können hier sagen, speichern, laden. Dann landen wir unten auf dem Boden. Falls alles gut geht. Sehr schön. Alright. Und hier ist jetzt der starke Torwächter. Der macht dolle Aua. Aber wir machen auch dolle Aua. Let's go! Meine einzige Schwäche. Der exakt gleiche Schlag schnell hintereinander im richtigen Rhythmus. Ja, aber ich finde schön, dass das geht. Also theoretisch kann man das Spiel bis auf den Endboss nur mit Fäusten durchspielen. Ja, ich finde das auch super, den Trick. So, der hat nämlich einen Schlüssel dabei, den wir brauchen. Und jetzt springen wir hier drauf und verwandeln uns in eine Aschenbestie. Das war die Spruchrolle, die wir so in der Mitte geholt haben. Diese Aschenbestie hat den Vorteil, dass sie ziemlich stark ist. Und hier unten ist eigentlich alles voll mit Gegnern. Allerdings machen wir denen mit der Aschenbestie halt deutlich Schaden. Die haut da ordentlich rein, vor allem mit dem aufgeladenen Schlag.
Ist jetzt leider nicht perfekt positioniert, weil da noch Gegner nachkommen. Ist aber, denke ich, erstmal okay hier. Genau. Die Gegner sind hochgerannt, weil sie mich wohl im Kampf mit dem Torwächter irgendwie bemerkt haben. Genau. Aber eigentlich ist das hier so der Endgame-Dungeon, der richtig hart ist, auch zum Kämpfen. Mhm. Aber mit der Aschenbestie ist das hier alles kein allzu großes Problem. Wir schalten jetzt hier diese Echsenkrieger aus, damit wir hier frei rumlaufen können. Immer mit so einem linken oder rechten Haken, der macht nämlich so ein bisschen AOE-Damage und macht auch von allen Angriffen am meisten Schaden. Mhm. Auch immer so ein bisschen aufladen. Jetzt hat der Gegner leider gar nichts abbekommen. Da müssen wir leider jetzt so ein bisschen... Harter Dude! Ja, da müssen wir jetzt so ein bisschen mit Spam töten. So. Damit sollten alle Gegner weg sein. Mich nochmal um zur Sicherheit, weil manchmal versteckt sich irgendwo noch einer. Sieht aber gut aus. Ich war's die ganze Zeit. Plot Twist. So, und den Schlüssel vom Torwächter können wir hier einsetzen. Und hier kommen wir zum lieben Ursegor, einem Titanenlord, wenn ich die Story noch richtig im Kopf habe. Und der gibt jetzt uns einen Auftrag hier, die drei Endbosse im Tempel zu töten, damit er wieder frei ist und er uns helfen kann, gegen den wahren Boss dieses Tempels zu kämpfen. Wer das wohl ist. So, da kriegen wir jetzt so eine goldene Büste, die wir brauchen, um ein paar Tore zu öffnen. Und diese drei Endgegner befinden sich zufälligerweise alle in diesem Gang hier, wo wir gerade geklärt haben. Mhm. Das heißt, wir können jetzt dahin, ohne von anderen Gegnern hoffentlich behelligt zu werden, und diese Büste auf die Altare stellen und dann jeweils die drei Endbosse töten. Und die sind relativ stark. Das sind so Abwandlungen von normalen Gegnern, die einfach mehr HP und mehr Schaden machen. Aber ich glaube, ihr wisst, wie das ausgeht. Ich kann es mir denken. Ich bin doch ein das Boss. Das dauert jetzt halt nur ein bisschen. Oh! Ui. Ah, da war ich aus dem Rhythmus. Das ist knapp. Dieses neue Zelda sieht aber anders aus. Gegen die Star Force. Da kriegt man Krampf! Come on, dude! Oh oh. Jetzt ist aber hier. Let's go! Ich war am Ende komplett aus dem Rhythmus, ey. Schlimm. Okay. So, das war Nummer 1. Und dem haben wir jetzt den Kopf auch mitgenommen. Den brauchen wir gleich noch für ein Rätsel. Ist aber so ein typisches Piranha-Bytes-Rätsel. Also setze den richtigen Schädel auf die richtige Plattform. Von daher nicht allzu schwer. Und hier gehen wir zum nächsten. Hier drei. In diesem Spiel hätten Schlagringe noch gefehlt. Oh. Ja, so eine Faustkampfwaffe wäre gut. Das wäre in der Special Edition so ein Schlagring. Ne? Oder Krallen oder so. Auf jeden Fall irgendwas, womit du das machen kannst. Und was viel mehr Schaden macht. Ja, guck mal, der Gegner fies geht extra zurück. Ja. Dann müssen wir in eine Wand drängen, ne? Ja, das Problem ist, normalerweise höre ich meine Mausklicks. Aber da ich Kopfhörer gerade aufhabe, ich verstehe. Habe ich so ein bisschen Probleme mit dem Rhythmus zu finden. Weil ich da sehr aufs Gehör achte. Deswegen konzentriere ich mich da auch gerade sehr drauf, den Rhythmus zu treffen. Sehr schön. Next one. Wieder einen Heiltrank nehmen. Hier ein bisschen viel Leben. Aber es kommt hier nur noch einer. Da habe ich den schon grummeln. Und hier auch wieder. Das gleiche Spiel. My buggy.
Oh ja, sing irgendwas dazu, dass ich im Rhythmus bleibe. Das ist gut. Ja. Yeah. Ich kann leider nicht mehr von der Buggy-Musik. Ja. Also, my buggy. Ja, das ist korrekt. Okay, das hat irgendwie geholfen. Ja, ne? Siehst du? Beste Bud Spencer-Film. Mhm. Ja, das könnte man sich jetzt drüber streiten, aber das ist gut, ja. Ja, ich mag den sehr. Ja, ich finde Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle noch ein Ticken besser, aber der ist auch schon sehr. Ja, die Western sind natürlich auch klasse. Ja. Muss man natürlich. Ja, das ist mehr, ich merke bei mir, es bleiben oft Szenen hängen, ne? Weniger so der zusammenhängende Film. Ja, eben. Und ich meine halt, der Film da mit dem Buggy hat halt wirklich sehr viele coole Szenen. Ja, auf jeden Fall. Wer war der mit den Zwillingen in Miami, oder? Nee, das war vier Fäuste gegen Rio. War es Vier Fäuste gegen in Rio, ja, war es, genau. Ja. So, jetzt nochmal Kapitel 3. Hafenkonzert, Lattenzaun, wo man reingrapscht. Ich bin gut. So, und damit ist jetzt der Mendoza so ein bisschen broken von der KI her. Da wir aber gleich hier mit Usegor sprechen, repariert sich seine KI wieder. Weil er uns gleich wieder direkt anspricht. Und damit können wir jetzt den letzten Kopf holen, den wir noch brauchen für das Rätsel. Und damit die Endboss-Tür öffnen. Die ist ja auch gleich um die Ecke. Praktisch. Ja, das Spiel wirkt wie für einen Speedrun gemacht. Mhm. Ja. Wo können wir den Endboss hinpacken? Ach komm, links haben wir noch nichts. So, und hier ist das Rätsel, und das merke ich mir immer so. Beim ersten Altar kommt das Beast. Und was reimt sich auf Beast? Natürlich der Priest. So. Und dann. Und da drüben kommt gegen den Schädel hin. Und da kommt der Obermacker-Schädel hin. Ganz einfaches Rätsel. Geöffnet sich. Klar. Okay. Und jetzt kommt der Plot-Twist des Spiels. Der Inquisitor stellt sich als der Böse heraus. Oh mein Gott. No fucking way. Ja, das hat keiner kommen sehen. Und er verrät uns. Wir tun auch nichts. Er läuft einfach hinein. Wir stehen und tschüss. Hey. Bitte. Ja, damit reden wir mit Usegor. Dem berichten wir jetzt, was passiert ist. Und dann startet auch schon Kapitel 4. Also Kapitel 3 sind im Speedrun sehr kurz. Und Kapitel 4 ist dann auch schon das letzte Kapitel. Der Titan. Du hast. So. Habe ich alle Dialoge durch, jawohl. Jetzt fehlt uns noch ein Teil der Titanrüstung. Den habe ich bewusst nicht eingesammelt, weil genauso wie bei den Kristallscheiben, wenn man alle 5 schon hat, spinnt die KI und man softlockt sich, weil die Quest nicht starten, also nicht richtig starten kann. Deswegen holen wir uns den letzten Teil erst jetzt am Schluss. Und der ist natürlich auch wieder hier hochfliegen. Einmal wieder hier links rum. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht in-game anfängt zu gewittern, weil dann hat man weniger Sichtweite und das ist immer sehr blöde. Ja. Weil dann sieht man die Orientierungspunkte nicht so gut. Aber ich versuche hier diesen Torbogen aus Stein da hinten anzuvisieren. Ja. Ungefähr auf der Höhe. Und dann landet man in dem Raum hier. Bisschen dunkel. Da ist ein Sarkophag, wo dann das letzte Teil drin ist. Alright. Der Raum ist eigentlich super einfach zu treffen. Ich weiß nicht warum. Da kannst du in allen Winkeln drauf fliegen. Du triffst eigentlich immer diesen Raum. Keine Ahnung, ob da irgendwie so Teleporter drin sind, die den Helden an die richtige Stelle teleportieren. Aber eigentlich kannst du den Raum fast nicht verfehlen. So, damit haben wir alle Teile komplett, aber wir müssen die noch verzaubern lassen. Auch wieder hier vom Druiden, der schon sich um die Kristallscheiben gekümmert hat. Das heißt, wir können ihm jetzt sagen, ich habe alle Teile und wir reparieren den Kram. Aber erstmal latschen wir noch ein Weilchen. Ja, wir müssen natürlich wieder zum magischen Steinkreis. Ich lauf so schnell ich kann. Quietsch, quietsch. So, an. Das sind die Rüstungsteile. Und praktischerweise kriegen wir die nach der Reparatur auch gleich angezogen.
Cool. Damit sehen wir auch gleich ein bisschen mächtiger aus. Nice. Aber du müsstest trotzdem nur beim nächsten Kampf. Oh, sorry? Ja. Ja, du müsstest aber trotzdem noch krass unterlevelt sein, oder? Ja, ja, ich bin immer noch krass unterlevelt. Die Rüstung bringt auch beim Endbosskampf gleich überhaupt gar nichts. Okay. Sieht aber hübscher aus. Ich mach hier nochmal ein extra Save, weil man sich hier verquicksafen kann. Weil wir gleich einen Quick-Load-Glitch benutzen, um wieder in die Vulkanfestung reinzukommen. Mhm. Und wenn man da falsch speichert und lädt, ist man im falschen Raum und kommt nicht mehr raus. Mir schon 2-3 Mal passiert. Man fliegt jetzt nämlich hier rüber und gleich auf die Vulkanfestung zu. Und sobald der Bildschirm flackert, muss man speichern und laden. Mit der Rüstung sieht es noch viel geiler aus. Ja, so ein bisschen wie so ein Flugobjekt. So. Ja, genau. Du sitzt auf dem X-Wing drauf. Ja. Ist es ein UFO? Ist es ein Flugzeug? Nein, das ist der Risenheld. So, hier sind wir aber richtig gelandet. Sehr schön. Jetzt schiebe ich meine Kopfhörer mal zur Seite, damit ich das Klickgeräusch richtig einschätzen kann. Mhm. Weil wir müssen nämlich gleich noch mal ein bisschen boxen. Nice. Ich mach dich. Und das dauert jetzt tatsächlich ein bisschen länger. Ich mach dich. Au! Ja, und ihr so? Wie war euer Wochenende so? Oh ja. Oh ja, ja, ja. Vor die Tür gegangen, da hat mich jemand 17 Minuten ins Gesicht geboxt. Ich kann nichts dagegen machen. Ich konnte nichts dagegen machen. Sonst ein schönes Wetter draußen, ne? Ja, im Moment ist ganz okay. Verdammt, ich kann seine Moves nicht lesen. Das Muster ist zu hart. Könnte zum Dark Souls-Boss sein, der dich einfach nur umboxt. Ja. Diesmal bist du der Dark Souls-Boss. So, und damit haben wir ihn. Der Inquisitor ist tot. Und damit haben wir den Schädel wieder, können ihn drauflegen und den Endbosskampf beginnen. Und der Endbosskampf hat eigentlich ein sehr blödes Muster. Man kann ihn aber in ein bestimmtes Muster reindrängen. Ich versuche das, es klappt aber nicht immer. Ich krieg's nicht immer hin. Er hat immer ein Angriffsmuster, wo er auf den Boden stampft. Und das macht er normalerweise immer einmal, dann dreimal, dann nochmal dreimal und dann wieder einmal. Und immer wenn er in dem Rhythmus auf den Boden gestampft hat, kann man ihn mit seinen eigenen Schüssen verletzen. Mhm. Und das probieren wir jetzt umzusetzen. Klappt leider nicht immer, weil manchmal werde ich getroffen, manchmal macht er komisches Zeug. So, das war einmal. Dann feuert er seine Attacke ab, die wir mit dem Schild zurückschleudern müssen und dann können wir ihm Schaden machen. Und jetzt sollte er dreimal auf den Boden stampfen, theoretisch. Und die Plattformen verschwinden immer, das heißt, man muss auf den Boden gucken, was passiert. Und man muss ihn versuchen, immer mit den Projektilen hier zu treffen. So, jetzt müsst ihr wieder dreimal auf den Boden stampfen. Eins. Jetzt kommt ein langsamer Stampf. Der ist immer ein bisschen gemein. Zeitverzögert. Und dann wieder ein schneller. Jawohl. Und dann kann man ihn wieder hauen. Und jetzt stampft er wieder einmal auf den Boden. Und sobald es dann jetzt gleich eine Schwarzblende gibt, ist dann auch Time gleich. Also wenn der Boss besiegt ist und der Bildschirm schwarz wird. Jetzt dürfte wieder 3 machen. Sehr schön. Nochmal 3. Jetzt kommt wieder der langsame. Netter Mossfall. Ja, also normalerweise macht er auch noch andere Angriffe, aber da wir ihn sehr provozieren, hier diesen Stampfangriff zu machen, ist es relativ einfach. Du musst da wahrscheinlich nah dran stehen, ne, damit er das macht. Ja, genau. Ist halt wahnsinnig gefährlich. Und gleich ist Time. Jetzt Time. Nein. Alright, 50-44. Sehr schön. Guter sehr Mann. Schön. Das lief richtig gut, ja. Sehr schön. Wo ist deine PB gerade? Gestern neue PB geschafft beim Grinding. 50 Minuten und 7 Sekunden. Ja, ist gar nicht so weit weg. Sehr gut. Ja. Also wir hatten ja noch also zwischendurch die Jahre.
mit dem Quick Save und Quick Load, ne? Da war es ja eigentlich wirklich ja. PB-Kurs hier. Mhm. Das war blöd. Der Weltrekord ist nochmal knapp 9 bis 10 Minuten schneller. Krass. Da muss aber da auch alles aber im auch First alles perfekt. Da ist alles perfekt, ja. Da ist alles perfekt. Da laufen auch ein paar Sachen anders. Dadurch, dass der Weltrekord auf 90 Frames gecapped ist, funktioniert er ein bisschen anders. Okay. Aber ich habe mich so wohler gefühlt mit denen. Sehr, sehr schöner Run. Es hat mal wieder, wie immer eigentlich bei deinen Runs, sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen. Ja, gerade auch sehr lustig gewesen. Diese deutschen RPGs mal ein bisschen auseinanderzunehmen, die bieten ja einigermaßen viel. Hier, ich meine, dadurch ist ja, wie gesagt, schon ein bisschen jünger das Spiel verglichen als mit den Gothic-Teilen. Man spricht immer über die Glitches und die Fehler, die man machen kann. Du hattest hier die Out-of-Bounds-Sequenzen, du hattest den Stun-Lock mit dem Punchen, aber so viel anders als das ausgenutzt hattest du für mein Gefühl eher seltener. Ne? Immer wieder mal was, aber nicht so megamäßig viel. Ja, also ich finde halt, der Run hat sehr viel Abwechslung. Der ist mal normales Gameplay, ganz normal, dann die ganzen Flug-Levitations-Glitches, die natürlich sehr, sehr witzig sind, Out-of-Bounds natürlich auch. Und die Kristallscheibenverdopplung. Also alles sehr interessant an Glitches ist dabei, so gut wie alles. Ja. Sehr, sehr cool. Für jeden was dabei, ja. der gute Showcase. Ist es der Anhänger aus der Special Edition? Den ich umhabe? Oder ist es der Witcher-Anhänger? Das ist tatsächlich der Gothic-Anhänger, das ist aber custom-made. Okay. Hab ich irgendwo mal aus Polen bekommen. Okay. Sure. Kann ich sagen, was ist nochmal das Gothic, was ist das Risen und was ist das Witcher-Logo? Je nachdem, wie man sie unterscheiden kann. Du hast den natürlich für uns hier nochmal ein bisschen spezieller geübt. Zeigst du den aktuell auch bei Twitch, den Run? Oder ist das nochmal ein bisschen außer der Reihe? Ja, nee, also den mache ich auch gerade auf Twitch. Übe den Run. Ich versuche auch gerade noch den Jedi Knight 2 Speedrun zu lernen, parallel. Ist allerdings ein bisschen sehr schwer, finde ich. Aber ja, generell. Auf Twitch, bin auch mittlerweile auf YouTube unterwegs. Ja, wie waren deine festen Zeiten jetzt hier nochmal? Kannst du gerne den Leuten auch mal weitergeben? Auf Twitch jeden Tag um 19.30 Uhr, außer montags und donnerstags. Da hab ich frei. Nice. Dann merkt euch das, hinterlasst mindestens den Follow. Wobei, ich habe vorhin drauf geschaut, also bei 7.000 plus Followern hast du wahrscheinlich schon alle in Deutschland hier. Schon eine Menge. Ist schon ordentlich, aber verdient. Ja, auf jeden Fall. Absolut verdient. Da geht aber noch mehr. Da geht noch mehr. Genau, also gerne nochmal vorbeischauen und folgen. Wir wollen euch da draußen kurz noch sagen, wenn ihr euch bewerben wollt, vielleicht habt ihr auch nochmal andere Sachen, die ihr anbieten könnt. speedrandale@rocketbeans.tv oder ihr schreibt direkt an sia@simiclove bei Twitter oder twitch.tv/simiclove101. Ne? Wann kommen dann deine deutschen Runs hier? Ja, auch Deutsch haben. Ja, hetz mich nicht, aber ich bin schon dran. Also, und es läuft auch ganz gut jetzt gerade. Ja, ich hab zu Hause noch Sacred 2 und Venetica. Ah. Und Frontschweine. Frontschweine ist kein deutsches RPG. Ach nee, RPG Spiel. Nicht, aber ein deutsches Spiel, oder nicht? Ist kein deutsches Spiel. Ich meine, es kommt aus England. Das heißt War. Real? Hawks of War heißt es. Achso, ich dachte, das wäre immer ein deutsches Spiel. Aber der Name ist so toll. Aber hier. Na, natürlich, Lord Pappnase, da glänzen die Augen. Hier, Venetica, das kommt als nächstes, oder? Ach ja, weiß ich nicht. Oh, mal gucken. Lass dich von Gregor nichts erzählen. Aber. So spät schon, Mensch, ja. Na, so spät. Wir danken dir nochmal und wir danken insbesondere unseren Supporters Club-Leuten, die hier natürlich den Sender unterstützen und viele Formate dann möglich machen. Wenn es noch nicht macht, mach es gerne. Wenn es macht, wie gesagt, großen Dank. Wie auch an dich, werter Lord Pappnase, und an euch beim Zuschauen allgemein. Ich würde sagen, wir sagen gemeinsam Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.